Ja, hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Castlevania 2 Baron's Revenge und das am 8.7.2020. Ja, ich habe mir jetzt überlegt, nach The Castlevania Adventure, was wir ja gestern abgeschlossen haben in einer Aufnahme, und da war ich auch echt baff, dass ich das geschafft habe. Das war 1 Stunde 30. Ich musste mal echt sagen, den Teil kannte ich nicht. Der war für mich echt zu einfach und hat ja auch so eine Anspielung auf den ersten Teil gehabt, sogar. Ja, deswegen. Und ja, auf jeden Fall der Bock gemacht. So, dann spielen wir jetzt heute den zweiten Gameboy-Teil, der von 1991 ist. Und da bin ich sehr, sehr drauf gespannt, wie der so. Auf jeden Fall, wenn euch das gefällt, dieses Spiel, würde mich freuen, wenn ihr es bewertet. Los geht's! Da bin ich ja mal gespannt. Hier gibt's doch auch Passwörter. Interessant. Und vor allen Dingen, wie viele Stages das Spiel hat, bin ich auch gespannt. Weil das eine davon, The Adventure, hatte ja 4 Stages. Oh, kann ich mir das aussuchen? Hier mal eine, da, da und da. Ich fange mal hier an. Wird auch wahrscheinlich auch kein langes Spiel. Crystal Castle. Aha. Mal sehen. Bin mal gespannt, wie das hier ist, ob man hier Waffen verwenden kann. Okay. Ein Herz bekommt. Ein großes Herz. Nice. Sehr gut. Jetzt hier ruf. Ruf. Oh, das will ich haben. Oh, ich mag's. Wie benutze ich die Sachen hier? Das wäre mal interessant. Ruf hier. Lieber speichere ich zwischendurch, weil ich will das Spiel in einer Aufnahme durchballern. So wie gestern den anderen Teil. So werfe ich die Axt. Okay. So wie in Castlevania 3. Noch mehr Plattform. Help. So mache ich die Plattform. Bestimmt erwartet mich hier ein Kristallboss. Help. Ah, Checkpoint. Nice. So, schauen wir das da unten. Hep. Noch eine Axt. Alter, da habe ich irgendwie Glück. Aber da komme ich rüber. Rup. Rup. Und rup. Ich glaube, das Spiel wird zu leicht. Ja. Bisher ist es zu einfach, meiner Meinung nach. So. Lieber mache ich das mal zur Sicherheit, dauernd zu verkacken. Wäre jetzt nicht so eine Option, die ich gerne hätte. Nee. Da war echt viel Leben. Bin aber mal auf den Boss gespannt, wie der so ist. Leben! Nice! Naja, und die Augen. Na toll. Ja, nehme ich mit. Ja, mhm. Woher soll ich das wissen, ey? Du bist nicht heftig. Du sollst doch einfach dahin springen, Kerl! Ne, machen wir nochmal neu, das fand ich unfair.
ich habe sogar auch zum Spiel, weil ich das ja auf der Anniversary Collection spiele, sogar einen Trophäe bekommen. Natürlich auch wieder in 60 FPS, logisch. Ach komm, wie soll ich das denn machen? Ist er ja irgendwie... Ich mach's so. Eigentlich sehr praktisch, aber ich finde, das ist schon um eine Ecke schwieriger. Mich da so runter? Ja, klar. Okay, da ist klar. Dann lass ich den erstmal vorbeigehen, den Stachel. Einfach runter! Oh, was? Nee, nee, nee. Noch mal anders. Nur wissen, ob da noch Items waren, irgendwo an der Seite. Jetzt komm, verschwinde. Ah, lassen wir nochmal warten. War hier noch irgendwas drin? Glaub nicht. Ich bin ja mal auf Bloodlines gespannt, wie das Spiel so wird. Ja, da bin ich richtig hart gespannt. Komm, verschwinde. Nein. Oh, ja, wie soll man das auch wirklich ausweichen? Logische Konsequenz. So, jetzt will ich mal wissen, ob da noch was drin war? Ja, Nerz. Oben oder unten? Ich guck mal unten. Ich guck mal jetzt bitte oben, weil jetzt will ich mal ganz genau wissen. Hä, wo muss ich denn hin? Oben oder unten? Ich geh jetzt oben. Jetzt will ich mal wissen, ob ich oben lang muss. Ja, schon mal down. Und Holy Water. Was ist das denn? Ja, warte mal. Der ist tot. Von einem Treffen. Komm her. Komm her! Get over here! Wie weit ist denn das hier noch? Und der ist schon mal tot. Wie weit ist denn hier dieses Gebäude hier, dieser Komplex? Alter, was? Halt! Und
Drachen. Zack. Los. Ja, es war so klar. Hoch hier. Das war es ja lächerlich. Der hat ja nicht viel. Hä? Wo ist denn da hin? Der ist schon wieder hier. Wahrscheinlich nicht nach unten, sondern jetzt habe ich's. Ich weiß jetzt, wo wir hin müssen. Ich habe es nicht gesehen. Perfekt. Da läuft ja. Runter hier, dahin springen. So, dann müssen wir nämlich hier hin. Und der erste Boss, nicht wahr? Ich bin mal auf den gespannt. Was hat denn? Wer bist du denn? Okay. So macht man den. Ah. Alles klar. Weg! Na, ich glaube, ich weiß, wie er geht. Komm, den besiegen wir. Ich besieg den! Ich muss ihn ja quasi einfach nur im Kopf treffen. Ja, nur dreimal. Das ist echt easy. Bisher schon. Weil ich finde das nicht schwer. Der ist besiegt. Ja, nur Pro.
Und das war's. Also auf die nächste Stage gespannt. Oh, das haben wir geschafft. Das machen wir als nächstes. Cloud Castle. Bin ich mal gespannt. Ich denke mal, es werden auch so 4-5 Parts werden. Ja, auch ein schnelles Spiel. Ich bin in Castlevania schon geübt. Aber ich denke mal, das Spiel habe ich schon mittlerweile jetzt ein bisschen drauf. Ich denke mal, deshalb wollte ich das auch einfach mal Let's Play haben. So wie den Sega-Teil, der noch kommen wird. Weil Bloodlines und New Generation ist ja für Sega. Schon ewig keine Sega mehr gespielt, nee. Muss mal auch wiederkommen, auf jeden Fall. Habe ich auch mal wieder Bock drauf auf sowas. Deswegen. Ich glaube aber, dass Bloodlines ein bisschen länger gehen wird als die Gameboy-Teile jetzt hier. Nein! Das finde ich jetzt gefährlich. Aber komm, ich habe schon viel, viel Schlimmeres durchstanden. Ich spiele gerade mal 17 Minuten, habe schon die erste Stage hinter mich. Fuck. Ich hab das nicht gesehen. Ach komm, wir machen nochmal. Ist ja nix hier, ey, das Spiel. Das ist bisher sehr cool. Ja, schade. Ich gern gehabt die Axt, aber ne. Oh. Das könnte... Ja. Perfekt. Und mal sehen, wie es jetzt hier aussieht. Das ist aber wie Castlevania 3 aufgebaut. Wie soll ich das denn machen? Aber es geht, das geht. Ich mag keine Energie, das wäre nicht schlecht. Nur so ein dummes Herz. Bisher habe ich die Herzen eigentlich nicht irgendwas gebraucht. Nö. Das ist aber echt mal aufpassen, ich hab nicht mehr viel. Ich würde zumindest den nächsten Abschnitt erreichen, das wäre schön. Also wie es hier aussieht. Das ist auch schon der nächste Abschnitt.
Nein! Alter, ich will den Abschnitt erreichen. Das ist echt... Solche Stellen mag ich irgendwie nicht hier im Spiel. Axt. Nicht mehr Energie für mich? Hätte ich jetzt mal gern. Nö, leider nicht. Fuck. Ja, da bin ich auch zurecht gestorben. Ich werde die jetzt benutzen, weil so möchte ich nicht nochmal verkacken. Nee. Ich habe noch 5 Leben, sehe ich gerade. Den finde ich ultra nervig. Der so rumspringt und seine Messerchen da wirft. Nein! Was soll ich denn da machen? Ja, so klar. Okay, so geht das. Und so ist das, alles klar. Bitte häng nicht daran. Ja. Mal gucken, wie dieser Boss hier ist. Hoffentlich auch so leicht. Nicht mal ein Fünkchen Energie für mich? So ein bisschen, weiß ich nicht. Schade. Oh ne. Wie war ich das gemacht? Ja. Schade irgendwo. Oh, jetzt muss ich da rüber noch. Ja. Besser wär's. Wie soll ich das machen? Was? Was?
das funktionieren? We'll be right back.
willst du mich doch wirklich verarschen? Das ist doch nicht zu glauben. Jawoll! Bisschen lächerlich. Meiner Meinung nach lächerlich. So, Stage 3. Plant Castle. Wie viele gibt es? Ich hoffe wirklich nur 4.